Herr Nettoschiel hat mich ein bisschen kurzfristig darum gebeten, ein paar Worte an Sie zu richten. Mein Name ist Hildegard Förster-Heldmann, ich bin die Kulturausschussvorsitzende der Stadt Darmstadt und im Hessischen Landtag auch im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst. Insofern liegt mir das Kunstarchiv natürlich sehr am Herzen. Ich bin hier auch Mitglied, um es gleich mal zu sagen. Und bei der kurzen Vorstellung, die mir Herr Nettoschiel zuteil werden ließ, vorhin oben, habe ich gedacht, welche fantastische Einrichtung haben wir hier in Darmstadt, die in der Lage ist, Zeit festzuhalten und uns die Möglichkeit zu geben, diese Zeit auch anders zu reflektieren, weil das, was wir geboten bekommen, ist ja immer ein besonderer, ein persönlicher Blick auf eine bestimmte Zeit. Und was das Kunstarchiv noch wunderbar hinbekommt, ist die Vernetzung der verschiedenen Dinge. Nicht nur, dass wir ganz viel teilhaben können an persönlichen Schicksalen, wir können auch teilhaben daran, wie kommen Bilder wieder zusammen, die eigentlich zusammengehören, aber aus unterschiedlichen Sammlungen sind. Das alles leistet das Kunstarchiv. Und deswegen an der Stelle ganz herzlichen Dank für diese Arbeit und für diese immer wieder vielfältigen, wie eindimensionalen Ausstellungen, die wir hier geboten bekommen. Ja, und natürlich noch eins, das Thema Frauen, das muss ich natürlich sagen. Das ist jetzt eine Ausstellung, da sind Sammlerinnen dabei, aber vor allen Dingen sind es alles Frauen, die schenken können. Die einen Großteil oder einen Teil ihres gesammelten oder geerbten oder gefundenen Kunstschatzes hier an das Archiv geben. Vollkommen selbstlos, hohe Qualitäten, wie Sie sich gleich selbst feststellen können. Und ich finde, das Kunstarchiv hat auch immer einen besonderen Blick für die Frauen. Es hat das Kunstarchiv in der Vergangenheit schon bewiesen. Und deswegen freut es mich besonders, heute auch zu dieser Ausstellung zu Ihnen sprechen zu können. Da ich weiß, dass Herr Nettoschiel Ihnen ganz viel erzählen wird und Ihnen vor allen Dingen diese Ausstellung näher bringen wird, möchte ich auch jetzt hiermit schon enden. Mit dem Hinweis, wir brauchen mehr Mitglieder, wir brauchen mehr Geld. Gut, ich gebe mir Mühe im Rahmen dessen, was ich in Darmstadt hinkriege. Auch der Oberbürgermeister ist Mitglied des Kunstarchivs. Und wir brauchen eine Geschäftsführung. Wir brauchen. Und wir werden ganz viel daran arbeiten. Der erste Schritt ist getan. Es gibt eine Ausweitung der Räume, Umstrukturierung der Ausstellungsräume innerhalb von Darmstadt hat ermöglicht, dass auch das Kunstarchiv sich vergrößern kann. Das reicht alles noch nicht und wir werden weiter daran arbeiten, diese Perle der Stadt Darmstadt auszuweiten und weiterzuentwickeln. Ja, dafür möchte ich es heute bewenden lassen und Herr Nettoschiel jetzt sind Sie dran. Vielen Dank, da brauche ich ja sowas mal nicht zu sagen. Ich versuche relativ laut zu reden, so laut eben, wie das Mikrofon es hergibt. Der Dank ist Ihnen gewiss. Ich fange aber etwas anders an. Punkt, Punkt, Punkt. Ohne übermütig werden zu wollen, möchte ich Sie alle mit sanftem Nachdruck und ausgesprochen, um nicht zu sagen aus vollem Herzen, herzlich begrüßen und freue mich, dass wir im bzw. natürlich vor dem Amerika Kennedy Literaturhaus, vor dem Kunstarchiv, anlässlich einer Ausstellungseröffnung im Kunst- und kulturellen Kontext also, so frei beweglich, so vergnüglich, so fast Corona unbeschadet überstanden, uns wiedersehen, seit einem halben Jahr eher mehr und gefühlt sowieso seit viel zu langer Zeit. Ich danke Ihnen allen, dass Sie bei der Stange geblieben, dass Sie dem Kunstarchiv treu geblieben sind. Und wir wollen Sie mit dieser neuen Ausstellung, einer ganz besonderen Exposition, beschenken und uns für Ihre Treue sehr herzlich bedanken. Vor allem aber bedanken wir uns bei den Schenkerinnen und
freuen uns über die uns zugedachten Kunstwerke. Liebe Mitglieder des Kunstarchivs, liebe Freundinnen und Sympathisanten des Kunstarchivs, verehrte Damen und Herren, die Situation ist eine besondere für uns, die Veranstalter, die Ehrenamtlichen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und letztlich natürlich für Sie alle auch. Ablesbar ist diese besondere Situation auch an der Reaktion der Mitglieder und all derer, die unsere Aktivitäten auch in dunkelsten Corona-Zeiten wahrgenommen haben. Eine körperliche Teilnahme war in den letzten Monaten ja gar nicht möglich. Es ist ein Vakuum entstanden, in das wir langsam erst wieder und mit Bedacht Luft einfließen lassen müssen, um das zurückzugewinnen, was uns Jahre, Jahrzehnte selbstverständlich war. Vielleicht bleibt dieser Gedanke aus der Pandemie übrig, dass alle kulturelle Arbeit, auch die des Kunstarchivs, nicht selbstverständlich ist, sondern ein Geschenk. Corona ist auf dem absteigenden Ast, so hat man das Gefühl, doch Vorsicht und nicht übermütig werden. Ich bin sehr froh, dass Sie heute alle hier sind und begrüße Sie noch einmal sehr herzlich und freue mich über Ihr Hiersein. Wir müssen das hier draußen machen, das wäre oben zu viel gewesen und wir müssen wahrscheinlich dann auch zwei oder drei Gruppen machen, wenn Sie hochkommen. Ich freue mich über Sie alle, freue mich ganz besonders, Frau Kösser-Heldmann, dass es eben so kurzfristig geklappt hat. Das Besondere dieser Ausstellung ist nicht, dass wir Kunst aus unserer Sammlung zeigen, das ist eine immerwährende Verpflichtung. Auch nicht, dass es Geschenke sind, die wir dankbar präsentieren, das haben wir vielfach seit Anbeginn des Kunstarchivs unter dem ebenso einprägsamen wie lapidaren Titel geschenkt, gestiftet und erworben getan. Das Besondere ist selbstredend auch nicht die Tatsache, dass es sich um Darmstädter Kunstwerke handelt, denn das ist der ausgeschriebene Sinn unserer Sammlung und unseres Anliegens. Und dass es sich um Darmstädter Kunstwerke handelt und oft gepaart mit einer Darmstädter Sammlungsprovenienz. Geprüft, überlegt und recherchiert, wer die Schenker sind, haben wir festgestellt, dass wir große Teile unserer Kunstbestände sammelnden Frauen zu verdanken haben. Und das, verehrte Damen und Herren, liebe Freunde, das ist das Besondere dieser Ausstellung. Und darauf will ich, wenn Sie noch Lust gewillt zuzuhören sind, vertieft eingehen. Besonders ruhmreich ist die Geschichte von Sammlerinnen nicht gerade. Und gleicht dem langen und ungleichen, steinig emanzipatorischen Weg der Frauen, die Kunst gemacht haben. Künstlerinnen. Manchmal mit ihrer Kunst auch wirklich große Kunstgeschichte gemacht haben. Die aber dennoch keine Chance gegenüber der männlichen Übermacht hatten. Nicht im 17. Jahrhundert, nicht im 18. Jahrhundert, nicht im 19. Jahrhundert und auch nicht im beginnenden 20. Jahrhundert. Es waren einzelne Pionierinnen der schönen Künste, die ihr Leben oft verschlissen haben an der scharfkantigen Reibungsfläche Mann, der ihnen, den Künstlerinnen, schlichtweg abgesprochen hat, über ästhetisch-intellektuelles Vermögen zu verfügen und über kunsthistorische Visionen entwickeln zu können. Es gibt Literatur in den 20er Jahren, wir haben sie in unserer Ausstellung gezeigt und auch zitiert in unserem Katalog, da stehen einem wirklich die Haare zu Berge. Und das war noch 1928, kam dieses Buch heraus, eines Kunsthistorikers, der sehr prominent geworden ist, der sogar selbst eine Künstlerin zur Frau hatte. Erstaunlich. Wir haben unter dem Titel Der weibliche Blick eine umfangreiche Ausstellung zum Thema gezeigt, ist jetzt schon wieder fast 10 Jahre her und es ist doch noch so nah. Das Buch gibt es aber noch ein paar Exemplare, in der eben diese nicht gerade ruhmreiche Geschichte anhand von 35 Künstlerinnen aus Darmstadt um die Jahrhundertwende, um 1900, dokumentiert wird.
ich habe gar keine Brille, ich kann gar nicht lesen. Die künstlerische Qualität und die intellektuelle Potenz dieser Frauen spricht eine andere Sprache. Den Sammlerinnen geht es ähnlich. Sie werden verschwiegen oder verschweigen ihre Obsession nicht selten selbst oder tauchen einfach nicht auf. Auch hier drängen sich die Herren unschön vor. Zum Thema gibt es kaum Untersuchungen oder einschlägige Literatur. Ein einziges Buch ist sehr still vor rund 20 Jahren in die Welt gekommen und das wollen wir wieder ans Tageslicht ziehen und mit der Verlegerin des Aviva Verlages und Herausgeberin Britta Jürgs machen wir eine komplexe Veranstaltung. Das steht in der Einladungskarte, glaube ich, schon drin. Nein, wir haben noch keinen Termin, aber der wird bekannt gegeben, natürlich. Dort sind Landesfürstinnen und italienische Adelsdamen als Sammlerinnen benannt, denen nicht die finanziellen Mittel fehlten, auch nicht der ästhetische Geschmack und das ausgeprägte Interesse für die Kunst, aber oft, wie bei Männern, Potentaten oder nicht, gepaart war mit der Lust an einer bestimmten Repräsentation. Im späten 19. Jahrhundert verlieren sich allmählich die Spuren von sammelnden Frauen und fürs 20. Jahrhundert bleiben nur wenig übrig, die künstlerisch etwas bewirkt haben mit ihrer exzessiven Sammelleidenschaft, wie Gertrude Stein, als leuchtendes Beispiel voran, wie Nell Walden, eine riesige Geschichte, die wir vielleicht eben in diesem Vortrag dann auch darstellen werden, aus dem Umkreis des Sturmkreises oder natürlich Peggy Guggenheim, die Entdeckerin und erste Ausstellerin von Jackson Pollock, deren kunstbegierigen Finger in der offenen Wunde der Moderne liegen, künstlerisch und biografisch mit Samuel Beckett, und Max Ernst und vielen, vielen anderen verbunden ist. Von Kunst besessen betitelt sie ihre... Oh, super. Oh. Von Kunst besessen betitelt sie ihre Autobiografie und ihre Monographie, ihre Memoiren, auch das ist der Titel, der Buchtitel heißt Ich habe alles gelebt. Ein Gender-Sprachwitz der besonderen Weise am Rande bei Wikipedia steht, bei ihrer Profession, bei den Dingen, die sie macht, was heute gar nicht mehr geht. Peggy Guggenheim, Doppelpunkt, Kunsthändler. Weibliches Sammeln beginnt allmählich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und heute gibt es mindestens fast so ebenso viel sammelnde Frauen wie Männer. Eine Verhältnismäßigkeit hat sich allmählich in ein paritätisches Gleichgewicht eingependelt. Über die 20 namentlich genannten Frauen, aus deren Besitz wir das Kunstarchiv Kunstgeschenke bekommen haben, ließen sich noch viele weitere sammelnden Frauen aus Darmstadt benennen. Auch da ist es Zeit, über Sammlungsgeschichten Kurskorrekturen der Kunstgeschichte beizubringen. Sammeln ist als Phänomen so alt wie die Welt und beschreibt das generelle wie das rückschauende historische Interesse an der dinglichen Welt, an den Artefakten, die den Weg des Menschen markieren, Kunstwerke, Artefakte, das ist es, was eigentlich übrig bleibt. Sammlerinnen, und in diesem Fall schließe ich in der Gesamtheit auch männliche Sammler mit ein, die eher, weiß man, Jäger sind in besonderer Weise gestimmt für die Werke der Kunst, des Schönen, des Ästhetischen und tragen Bilder und Skulpturen zusammen, unterschiedlich angetrieben und motiviert zu einem sinnvollen Sammlungsganzen, individuell und situationsbedingt. Auf absolute Weise bereichern sie mit der Kunst ihr eigenes Leben und in der Tat
erhält über ihre Lebenszeit hinaus durch Schenkungen wie die, die in großer Zahl an das Kunstarchiv in den letzten Jahren erfolgten, eine gesellschaftliche Dimension. Wir versammeln, den Punkt beginnt jetzt meine Rede, wir versammeln rund 50 Kunstwerke von 20 sammelnden Frauen, deren Sammeln zum Teil, zum großen Teil, Lust und Leidenschaft ist oder war und individuelles Vergnügen und die auch im Akt des Schenkens, der Weitergabe an die Nachwelt also, so habe ich es immer wieder wohltuend und beruhigt erleben können, auch im Akt des Schenkens Freude empfinden. Für das oft sich über lange Zeiträumende, 20, 30 Jahre und länger, erschreckende Gespräch, für das Vertrauen und für die Kunstwerke selbst, die nun in einem sinnvollen Kontext einen Platz erhalten, danken wir allen Stifterinnen und Schenkerinnen sehr herzlich. Und ich verneige mich, denn heute sind doch eine ganze Reihe auch hier. So unterschiedlich. Ja, das ist absolut. So unterschiedlich die Lebenskoordinaten der Sammlerinnen sind, so verschieden sind auch die Sammlungen an Umfang und Thema, an Ausrichtung und Konstellation. Einige Frauen haben die Sammlungen ihrer Männer oder die gemeinsame Sammlung liebevoll bewahrt und gepflegt. Oft, sehr oft, sind sie ab einem bestimmten Zeitpunkt selbst sammlerisch aktiv geworden. Häufig standen Künstlerfreundschaften im Zentrum des sammlerischen Antriebs. Manche haben Kunst geerbt und diese Kunstwerke in einem eigenen sammlerischen Zusammenhang gestellt. Wieder andere haben bereits als junge Frauen begonnen zu sammeln. Schon in den 50er Jahren bis heute haben sich zum Beispiel sammelnd eingesetzt für Abstraktion und informell. Nicht selten ist eine Sammlung durch Künstlergeschenke zusammengekommen, sichtbar durch Widmungen, dokumentiert, so Widmungen, so wie bei vielen Arbeiten, die Sie oben sehen, Eberhard Schlotters, Bernd Grimmels und Helmut Lorz an Lore Reinheimer. Von ihr kam ein großer Teil ihrer Sammlung nach ihrem Tod ans Kunstarchiv und ich glaube, sie hätte die Entscheidung der Familie zu Lebzeiten für sehr gut und richtig empfunden. Vieles haben wir von Margarete Dog, die heute nicht da sein kann, weil sie irgendwo bestürzt ist und da noch laboriert damit. Vieles haben wir von Margarete Dog erhalten, Kunstwerke, die die Kunst, die Künstlerfreundschaften ihres Mannes, des legendären Kunstkritikers Robert Dog zeigen. Auch sie hat sammelnd die im unmittelbaren Nachkriegszeit organisch gewachsene Sammlung bewahrt und nach Robert Dogs Tod 1986 ergänzt und erweitert. Seit den 50er Jahren sammelt Ruth Frohnmeier kontinuierlich bis heute und sie hat so ihren Lebensraum zum Haus einer Kunstfreundin gemacht. Ein wichtiger Mann für Darmstadt, Alexander Koch, hat seine Sammlung in einem großen Buch veröffentlicht. Und dieses Buch trägt zum Beispiel den Titel Das Haus eines Kunstfreundes. Und so abgewandelt ist es dort. Schön, den Provenienzen ihrer Sammlung, ihrer Bilder nachzugehen. Sie hat in den großen Ausstellungen gekauft, zum Beispiel in der Internationalen der Zeichnung. Aber in vielen anderen, diese Dinge sind dann wirklich auch immer im Katalog abgebildet oder in der Presse oder auf der Einladungskarte, wie auch immer. Sie hat in den Galerien gekauft, immer dokumentiert mit Erwerbsnachweis, mit Rechnung, Katalogabbildung und so weiter. Beim Kauf eines neuen Kunstwerkes hängte sie früher Erworbenes ab und schenkte es dem Künstler. Aus ihrer Sammlung kommt die frühe Terrakotta Pietà von Fritz Schwarzbeck. Ein sehr verinnerlichtes Werk, das sehen Sie jetzt gleich. Und ein eisernes Vesperbild
von Thomas Duttenhöfer. Und das ist eigentlich schön, dass also dann über so eine Thematik eine Korrespondenz auch entsteht. Von Renate Gruber und Karin Dietz haben wir Arbeiten von Bruno Erdmann erhalten. Von Alexa Beatrice Christ haben wir 4 Bilder geschenkt bekommen. 3 farbig kraftvolle Ölbilder von August Söder, von dem wir bereits Arbeiten in der Sammlung haben, und ein kleines, zauberhaftes, malerisches Kabinettstück von Paul Weber, ein wichtiger und produktiver Maler des 19. Jahrhunderts, der 1823 geboren wurde hier in Darmstadt und der 1916 gestorben ist, Studienkollege bei Lukas und Malerfreund von Eugen Bracht. Erstaunlich, er hat bereits in den 1850er, 60er Jahren des 19. Jahrhunderts einen längeren Aufenthalt in Amerika, in Philadelphia, absolviert. Im Zentrum seines kleinen Bildes befindet sich ein Zigeunerwagen, so auf der Rückseite möglicherweise vom Künstler selbst, der notierte Titel von 1869. Inmitten einer Landschaft mit dem besonderen Naturschauspiel eines Regenbogens. Claire Meyer hat es in unserer neuen Videoreihe zu sehen auf unserer Website. Ich glaube noch nicht ganz, aber es kommt in Kürze. Es wird gerade freigeschaltet. Bildergeschichten besprochen. Die Bildhauerin Helga Föhl, die später ihren ganzen Nachlass im Kunstarchiv wissen möchte, hat uns aus Anlass der Ausstellung 2 unikate Eisenarbeiten übergeben. Frau Dr. Huber-Hering. Von Frau Dr. Huber-Hering haben wir ein informelles Bild von Fritz Fahle erhalten, das sich an der Wand aufs Schönste vermählt mit einem zeitgleich farbverwandten Bild gleicher Größe, gleichen Malgrund, selber Handschrift. Dadurch besitzt das Kunstarchiv nun Gegenstücke, fast Gegenstücke. Ich möchte von einem Ensemble sprechen. Christiane von Kessel schenkte uns 4 Aquarelle von Anneliese Reichmann. Den gesamten Nachlass überließen uns deren Nichten Astrid Neinhaber und Margot Bertsch in Bad Homburg. An dieser Stelle auch den 2 Schenkerinnen vielen Dank. Erst vor kurzem erhielten wir von Andrea Kraft Ludwig einen kleinen Holzschnitt von Anneliese Reichmann, der sich im Nachlass nicht befand. Und das ist das Besondere. Wir haben 6, 7, 800 Blätter, aber dieses Blatt erstaunlicherweise ist nicht dabei. Und sowas, da kommt natürlich ungeheuer viel Freude auf. Das seltene frühe Blatt entstammt thematisch dem Umkreis des kleinen Bändchens Ein Spaziergang, wo sie von ihrer Heimat Elsaß-Lothringen erzählt. Sie ist auf einem großen Schloss groß geworden, kam 1919 nach Darmstadt. Etwas ganz Besonderes mit Anneliese Reichmann. Und dieses Bändchen ist in der Gesellschaft Hessischer Bücherfreunde herausgegeben worden von natürlich Graf Hardenberg etwa 1922-24. Die Wiesbadener Galeristin Brigitte Hasner schenkte uns eine große, starkfarbige Lithografie von Robert Breyer. Die haben wir in der letzten Ausstellung andeutungsweise schon hingestellt, aber sie hat nicht an der Wand gehangen. Das tut sie jetzt. Ein topografisch interessantes Bild zum Darmstädter Marktplatz hat es nach Weimar verschlagen. Von dort habe ich es vor einigen Jahren abholen können und nun bereichert es unsere Sammlung. Interessant die Gebäude, interessant die gesamte Auffassung von einem Künstler, Darmstädter Künstler, von dem wir bis jetzt noch überhaupt keine Lebensdaten haben. Aus Hanau erhielten wir 2 Bilder von Walter Reitzel. Eben wenige Tage erst zurückliegend schenkte uns Waltraud Krause eine Bronze-Reliefplatte mit 4 Figuren, die Jahreszeiten symbolisierend. Und ich finde es so schön, ich habe es Ihnen vorhin gerade schon gesagt, wenn man sich diese 4 Figuren anguckt, dann steht man fast also vor einer Olbrich-Wand im Platanenhain. Das hat eine ähnliche Anmutung auch in der Figürlichkeit. Also ganz schön so ein Vergleich. Und ebenso frisch im Haus ein Plakat, ein Geschenk von Katharina Bormann, zur ersten, aus der Sammlung ihrer Mutter, zur ersten Bauhausausstellung des eben gerade gegründeten Bauhausarchivs 1961 in der Darmstädter Kunsthalle.
Wir wissen alle, dass wir über das Bauhausarchiv eine Ausstellung gemacht haben und leider war das Plakat noch nicht vorhanden. Aber es ist ja alles nicht schlimm, es ist jetzt vorhanden und das ist das Schöne. Es ist ein Entwurf von dem Bauhäusler und Bühnenbildner Roman Clemens. Hans-Günter Sperlich hat mal eine Ausstellung von ihm eingerichtet. Sicher eine große Rarität und vor allem nicht der Wert ist es, sondern die Kunst- und kulturhistorische Situation, die uns das Blatt so wichtig macht. Last but not least steht oben ein feiner weiblicher Porträtkopf von Hermann Geibel, der Anfang der 30er Jahre, Geibel, an die Hochschule Darmstadt als Professor für Bildhauerei berufen wurde. Er porträtierte seine spätere Frau, die unglaublich sensible, und zwar in den Gesichtszügen, genauso wie in ihrem feinen und wunderbaren Farbholzschnittwerk und vor allen Dingen völlig unentdecktem Werk, Hedwig Geibel Kruse. Die Bronze ist Anfang der 40er Jahre, vielleicht 43, 44 entstanden und ist ein sehr schönes, sehr privates Dokument der jungen Liebe der beiden Künstler. Der Kopf ist ein Geschenk von Edith Kritz, die ganz andere Dinge sammelt, aber lange auch mit diesem Kopf gelebt hat und vor einigen Jahren das Porträt dem Kunstarchiv übereignet hat. Allen Schenkern, ich habe glaube ich nicht alles erwähnt, sehen Sie es mir nach, aber der größte Teil schon, allen Schenkerinnen, alle Schenkerinnen grüße ich sehr herzlich und ganz besonders in dieser Situation Edith und sage allen sehr herzlich Dank. Dank gilt zuallererst Claire Meyer, die gemeinsam mit Laura Gunder, hinterm Baum, wie könnte es anders sein, die Ausstellung kuratiert und gemeinsam an die Wand gebracht hat. Claire Meyer hat ausgewählt, Bezüge hergestellt, die Bilder auf ihre Ausstellungstauglichkeit geprüft und in den Stand gebracht, den Skulpturen Platz gegeben und die Vitrinen bestückt und so weiter. Das ist eine große Tat. Danke, liebe Claire, für die Lösung aller der vielschichtigen Arbeiten, die das Einrichten einer Ausstellung umfasst. Dank an Laura Gunder für die Recherche und die Titelschilder. Ich danke allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kunstarchivs. Danke noch einmal Ihnen, lieber Frau Förster-Heldmann, für Ihre Grußworte und zum Schluss stehe noch einmal der Dank an die Stifterinnen, ohne deren Kunstwerke wir ja heute überhaupt nicht da wären. Ausstellung ist natürlich.